Highlights stehen wieder an, liebe Freunde. Ich präsentiere euch 4 Spiele von Tag 4. Ich habe sie kommentiert. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Auftakt des zweiten Spieltags vom Match Report Cup. Ja, das erste Spiel ist der TSV Grafenberg gegen die Spielvereinigung Holzgerlingen oder Panathinaikos Athen gegen FC Bayern München. Man könnte aber auch sagen, Yusif Tulkeridis trifft auf Steffen Reichert. Und wir sehen hier gleich das erste Tor für Panathinaikos. Die machen hier das 1:0. Was gibt es zu den beiden Teams zu sagen? Steffen Reichert ist mit einem Sieg ins Turnier gestartet, belegt momentan den ersten Platz. Sein Gegenüber belegt den, mit einer Niederlage im ersten Spiel den vorletzten Platz. Ist aber noch gut dabei. Und Steffen Reichert gleicht hier momentan aus 1:1 im Spiel für den FC Bayern München. Wir sehen auch gleich wieder Ballverlust vom FC Bayern. Schnelles Umschaltspiel der Griechen, geht direkt in die Tiefe, ein wunderbarer Pass, oh, der kommt sensationell gut an und den nimmt er wunderbar runter in den Winkel, zack, 2:1 für die Heimmannschaft. Bayern sollte jetzt reagieren, wir sind in der 56. Spielminute, wieder ein Konter der Griechen, wieder wunderbar gespielt, die Flanke kommt, da ist er blank, den haben die komplett vergessen. So, jetzt muss nochmal eine Reaktion kommen. Mittlerweile schon die 86. Spielminute. Wenn was kommt, dann jetzt. Und es kommt noch mal was. Kann Bayern den Ausgleich noch schaffen, den Punkt holen? Ich kann schon mal eines vorweg sagen. Nein, denn dieser Ball in die Tiefe ist sozusagen der Killer. Torwart rausgeholt, leider doch verschätzt. Deckel drauf, 90. Spielminute. Arg viel länger geht's nicht mehr. Es ist Schluss. Ja, Grafenberg ist wieder dran. Panathinaikos ist da. Nächstes Spiel. Weiter geht es in Gruppe D. Zweiter Spieltag steht da an. BFSO 3 zusammen mit Marvin Hahn empfängt den SV Nähren, Florian Weberruß. Ja, BFSO 3, Marvin Hahn, wie gesagt, spielt den FC Magdeburg. Mittlerweile ein richtig geiles Turnier, mit einem Sieg gestartet. Und Florian Weberruß spielt mit dem FC Bayern, hat leider sein Auftaktspiel verloren. Und wir sehen hier ein Traumtor. Was ist das denn? Ein Traumtor vom FC Magdeburg. Ja, und ein wunderbarer Torjubel noch hinterher. So stellen wir uns das vor. Marvin Hahn mit einem sensationellen, geilen Fernschuss. Wahrscheinlich kann er das in Realität auch. Weiter geht's. FC Bayern muss natürlich reagieren mit einem wunderbaren Steckpass. 1:1 gegen den Torwart. Und das lässt sich ein, in diesem Fall Leon Goretzka bzw. Florian Weberruß nicht nehmen. 1:1 Ausgleich. Ja, wie reagiert Magdeburg jetzt auf dieses Gegentor? Kombiniert sich wunderbar aus der eigenen Hälfte heraus. Ist jetzt auf der rechten Seite auf dem Flügel. Die Flanke könnte kommen. Der Pass in die Mitte. Und keine Chance für Manuel Neuer. Wieder 2:1 für Magdeburg, die hier, wie gesagt, ein sensationelles Turnier spielen. Nichts anbrennen lassen und wunderbare Torjubel noch hinten drauf setzen. So wollen wir das sehen. Ja, für den FC Bayern kann das natürlich nicht schmecken. Die müssen jetzt wieder ein Nachlegen. 48. Spielminute, wir sind in der zweiten Halbzeit bereits. Wie macht der FC Bayern, wie reagieren die darauf? Und das ist hier ein bisschen Harakiri, was hier gespielt wird. Und zum Schluss hat der FCB aber das Glück auf seiner Seite, gleicht wiederum aus zum 2:1. Jamal Musiala macht das Tor. Sehr stark gemacht. Ja, kommt Magdeburg nochmal zurück? Das ist hier die große Frage. 52. Minute. Es geht hier alles Schlag auf Schlag. Ein spitzer Winkel, aber nicht zu spitz für Magdeburg. Und das ist wiederum die Führung. 3:2. Was ein geiles Spiel. So unterhaltsam. Das haben wir hier selten gesehen. Umso mehr freut es uns natürlich. Und jetzt ist wieder Magdeburg am Zug, die hier auf der rechten Seite ein bisschen ein Tänzchen wagen. Ja? Ein bisschen mit den Bayern schwindelig spielen. Dann ins Zentrum und wieder das Tor. 4:2. Ist das schon die Entscheidung in der 79. Spielminute? Das werden wir sehen. Noch ist ein bisschen Zeit. Nachspielzeit läuft mittlerweile. 2 Tore in der Nachspielzeit ist eigentlich ein Unding. Aber der Anschluss ist da. 4:3. Also knapper kann es nicht sein. Letzte Spielminute. Jetzt müsste noch ein schneller Ballverlust kommen. Kommt er nicht. Magdeburg schlägt den FC Bayern mit 4:3 und sichert sich damit die nächsten 3 Punkte. Drittes Spiel, zweiter Spieltag. Liverpool empfängt PSG oder aber auch BFSO 2 empfängt Wittershausen 1. Manuel Ströbele empfängt Benedikt Meyer und wir gehen gleich rein in die Partie, wo direkt mal das 1:0 in der 5. Minute fällt. Ein schnelles Ding. Liverpool zieht hier vorne weg. Wie sehen die beiden Mannschaften bisher aus? Wittershausen hat das erste Spiel leider verloren. BFSO wegen Nichtantritt des Gegners wurde das erste Spiel mit 3:0 gewertet. Und hier sehen wir sofort den Ausgleich auf Seiten der PSG.
Ja, Liverpool in Weiß mit dem nächsten Angriff rollt übers Zentrum. Wunderbarer Doppelpass, steckt den nochmal durch. Ja, und zack, Abschluss 2:1. Liverpool macht hier den Deckel eigentlich drauf. 74. Spielminute, Deckel drauf, weil weiter geht's nicht mehr. Das ist der Endstand. 2:1. Liverpool schlägt PSG und damit holt sich die BFSO die nächsten 3 Punkte und kann sich vorne festsetzen. Und wir präsentieren das letzte Spiel dieses Tages, ja, aus der Gruppe E. Dominik Petro trifft auf Bastian Weinstein, Nagold auf Horb bzw. Benfica auf Türgücü München. Es ist ein Spiel der Gegensätze und Benfica geht erstmal mit 1:0 in Führung. Ja, der Gegensätze ganz einfach, weil Dominik Petro mit einem Sieg auf Platz 1 und damit schon ziemlich sicher in der nächsten Runde wäre. Dagegen sein Gegenüber Bastian Weinstein mit 0 Punkten auf dem letzten Platz, Platz 4 liegt. Und deswegen braucht er dringend diesen Sieg, legt ja auch direkt nach. Das Unentschieden lässt nicht lange auf sich warten. Wunderschöner Torjubel noch hinten drauf. Wir springen, machen einen großen Satz. 61. Spielminute, Benfica wieder im Vorwärtsgang. Ja, man merkt, dass Dominik Petro diese Tabellenführung unbedingt haben möchte. Lässt sich hier auch nicht locken, macht alles geduldig. Tunnler links unten rein. So sieht's aus. 2:1, 63. Spielminute. So kann's weitergehen. Wir springen nochmal ein paar Minuten, nicht allzu weit, aber ein bisschen nach vorne. Wir sind jetzt in der 69. Spielminute und da ist das 3:1. Kann man hier schon von einer Entscheidung sprechen? Das sehen wir gleich auch hier. Wieder ein wunderbares Tänzchen als Torjubel. Wunderbar gemacht. Ja, 76. Spielminute, das letzte Highlight des Spiels. Tatsächlich, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Wieder Benfica am Ball, wieder im 16er. Wieder geduldig auf Abschluss warten und wieder das Tor. 4:1, eine dann doch klare Sache gegen Ende hin. Türgücü hat sich wacker geschlagen, Benfica gewinnt und ist damit Tabellenführer.